Willkommen zurück zu The Raven, Legacy of a Master Thief. Hier ist wieder Fabi. Und ich habe mich jetzt endlich schlau gemacht nach der letzten Folge, wo ich mit dem Fail aufgehört habe, weil wir ja hier Licht machen sollen. Mit einer Fackel. Und da kommt eigentlich kein Mensch drauf auf die Lösung. Und ich bin auch nicht der Einzige, der irgendwie dran hing. Denn da hat irgendwie jeder Spieler so ziemlich ein Problem, weil es so abstrus ist. Und wenn ich euch jetzt die Lösung zeige, werdet ihr verrückt. So, wir müssen jetzt einmal hier den benutzen. Ich fühle kaltes Metall und ein Gewinde und jede Menge Schmierfett. Aber ohne Licht komme ich hier nicht weiter. Genau, er spürt Schmierfett. Und dieses Schmierfett brauchen wir jetzt noch an unserem Lappen, damit er ordentlich brennt. In Ordnung, ich schmiere etwas vom Schmierfett in den Vorhang. So, und jetzt haben wir unsere brennbare Fackel. Es ist echt verrückt, Leute. Weil kein Mensch auf die Idee kommt, da unten nachzugucken, wo er eigentlich final hin soll. Und ja, man guckt einfach dort nicht nach. So, jetzt haben wir unsere Fackel. Nimm die Fackel und zünd sie an. Es werde Licht. Ich bin der Herr des Feuers. Gut erkannt. So, wir haben endlich Licht. So, jetzt können wir hier die Waggons endlich abkuppeln. Das ist schon besser. Jo, dann können wir jetzt den Hebel betrachten. Ein Hebel auf einer Manschette, die auf einem Gewinde entlangläuft. Ja, und dreh den Hebel. Aha, mit diesem Hebel kann ich die Koppel lösen. Gut erkannt. So. In Ordnung. Jetzt funktioniert das normalerweise so genau, dass man ihn hier abhängt. Braucht man aber jede Menge Kraft dazu. Weil die Na Teile sind also, schwer. dann nichts wie weg hier. Wir könnten jetzt 10.000 Adventure-Punkte haben, wenn ich nicht viermal die Hilfe benutzt hätte. Jetzt kommt noch mal eine Cutscene. Hören Sie bitte! Hören Sie! Robert, wie sieht's aus? Ich habe den Lokführer nicht finden können. Da bin ich selber auf die Lok und habe die Bremsen gelöst. In Ordnung. Gute Arbeit. Sie auch. Hören Sie bitte! Matty! Wo ist Matt? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig, Mann. Ich bin sicher. Da! Der ist noch im Zug. Ach du Scheiße. Und der Zellner gibt Gas. Der Kerl ist ja ein richtiger Held eigentlich, ne? Okay. Er ist zumindest mit auf dem Zug. So, jetzt. Matt, wo bist du? Jetzt sind wir hier im herrenlosen Zug. Matt, bist du da? Nichts. Wir müssen ihn suchen, sozusagen. Ich sehe da was, was du nicht siehst. Schaue unter den Tisch. Hey, da bist du ja. Was hast du dir nur dabei gedacht? Tja, na komm erst mal raus da.
Ist er weg? Wer ist weg? Der Mann. Was für ein Mann. Was für ein Mann? Da war ein Mann. Er hat gehustet. Einer von den Passagieren? Ich glaube, er kam vom Dach. Carlsson vom Dach oder was? Okay. Warum ist er überhaupt noch im Zug? Also er. Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Also schön. Ich bremse erstmal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter, okay? Willst du rauskommen? Gute Idee. Du hältst hier die Stellung. So. Also, wir müssen irgendwie diesen Zug anhalten. Ich vermute, die Handtasche gehört Miss Miller, Mads Mutter. Lady Westmacott hat vermutlich eine kleinere Tasche. Und eine teurere. Aha. Matt hat etwas beobachtet. Das könnte sich als sehr nützlich erweisen. Nur, wenn ich den Zug nicht bald abbremse, werde ich mit den Informationen in diesem Leben nichts mehr anfangen können. Wir geben ihm mal seine Pistole zurück. Matt, schau mal. Danke. Halt mir damit den Rücken frei, in Ordnung? Wird gemacht. So. Ach, unsere Herztabletten sind jetzt auch weg. Komm, hör auf rumzubacken. So. Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen hakelig in dem Spiel. Mal gucken, was wir hier drin finden. Okay. Geht nicht. Ich vermute, das Gepäck der Baronin ist umgestürzt und blockiert die Tür. Dann gucken wir mal beim Archäologen rein. Trinke ein Glas Gin. So aussichtslos ist meine Situation nun auch wieder nicht. Untersuche den Eckschrank. Auch interessant. Schau in den Spiegel. Worauf hast du dich da nur eingelassen? Hättest du es nicht einfach gut sein lassen können? Aber nein, natürlich nicht. Und jetzt bist du hier. In einem außer Kontrolle geratenen Zug in den Alpen. Verantwortlich für ein Kind, das ohne dich verloren wäre. Worauf wartest du? Rette den Tag. Rette den Tag, ja. Okay. Vor allem müssen wir nicht nur dieses Kind retten, wir müssen uns auch irgendwie selber retten. Das ist das Problem. Also hier war nichts weiter drin in dem Raum. Nein, da will ich nicht schon wieder hin. Ich will weiter. Wo ist der Wechselpunkt? Ah, hier. Ah, eine Axt. Eine Axt ist immer gut, wenn man in einem außer Kontrolle geratenen Zug ist. Eine Axt für Notfälle. Kein Notfall ist, dann eine Axt für Notfälle, ja. Wenn das kein Notfall ist, weiß ich auch nicht. Schau aus dem Fenster, was kann man da machen? Man kann vor lauter Rauch kaum noch aus dem Fenster sehen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle da vorne auf dem Tender brennt. Aber es müssen Tonnen sein. Gegen dieses Feuer kann ich nichts ausrichten. Okay, wir betrachten mal die Tür. Das ist die Tür zum Tender. Dahinter wird es zwar ungemütlich sein, aber ich glaube nicht, dass sich die Flammen direkt hinter der Tür befinden. Ich vermute, dass es im Windschatten des Tenders einen relativ ruhigen Bereich gibt, in dem man sich für kurze Zeit aufhalten kann. Ich sollte den Zug so schnell wie möglich abbremsen. Gegen das Kohlefeuer kann ich sowieso nichts ausrichten. Ja, komm dann. Ich sollte den Zug...
ja auch mit der Axt nichts machen. Ich sollte den Zug so schnell... Ja. Klar. Okay. Tja. Mist. Damit hat sich unsere Lage gerade extrem verkompliziert. Wie kann ich den Zug zum Stehen bringen? Damit hat sich unsere Lage extrem verkompliziert. Das war gut ausgedrückt. Entweder haben die Notbremsen bei der Explosion etwas abbekommen, oder sie wurden sabotiert. Zumindest funktionieren sie nicht. Ich glaube, ich sollte versuchen, die Lok abzukoppeln. Ich meine, was soll ich sonst tun, um die Wagen abzubremsen? Hm. Zum Glück haben wir schon mal eine Axt in der Hand. Wenn die Notbremsen nicht funktionieren, muss ich zu anderen Mitteln greifen. Also los. Au, heiß. Okay, die Tür ist heiß. Also braucht man irgendwie einen Lappen oder irgendwas oder einen Handschuh oder irgend sowas wäre da gut. Halt, war da gerade irgendwas noch in der Szene, was ich wieder mal übersehen habe, weil ich viel zu schnell bin? Die Axt haben wir schon genommen. Nein, nicht die Axt nehmen. Nein, jetzt geht er wieder hin, da holt sich die Axt. Ja, leicht verbuggt gerade. Ein Handtuch ist gut. Das können wir gebrauchen. Ein großes, weiches Handtuch. Sehr angenehm. Nimm das Handtuch. Ich lege es mir um den Hals. Dann habe ich weiterhin beide Hände frei. Die Tanks scheinen nicht beschädigt zu sein. Das Wasser läuft noch. Dann mach das Handtuch nass. Es saugt sich mit kaltem Wasser voll. Gut. Aber wo ist jetzt die Axt? Die hat er doch hier irgendwo hingestellt. Ah ja, er nimmt sie automatisch wieder mit. Das ist gut. So, dann müssen wir jetzt versuchen... hier irgendwie den Zug abzukoppeln. Wenn ich es schaffe, wieder in den anderen Teil des Zuges zu kommen irgendwann. So. Dann versuche es. Die Klinke ist schon zu heiß, um sie anzufassen. Dann nehm halt das Handtuch. Echt, muss man ihm alles sagen. Abgeschlossen. Die Klinke ist schon zu heiß, um sie anzufassen. Oh, jetzt ist diese Tür abgeschlossen. Ich krieg gleich die Krise hier.